Jetzt zeige ich euch, wie ihr eigene Boxen erstellen könnt. Dazu drückt ihr auf Geräusche üben und findet auf der ersten Seite die CIC-Geräusche. Das sind Geräuscheboxen, die wir für euch erstellt haben, von denen wir davon ausgehen, dass sie eine gute Auswahl repräsentieren. Aber zum individuellen Üben sind eigene Boxen natürlich sehr hilfreich und nützlich. Wenn ihr eigene Boxen erstellen wollt, drückt ihr auf Eigene. Hier erscheinen jetzt schon zwei verschiedene Boxen und ich zeige euch jetzt, wie ihr eine neue Box anlegen könnt. Ihr drückt auf Neue Box anlegen und benennt eure Box. Zum Beispiel nennt ihr die Max. Jetzt könnt ihr entweder auf Leere Box drücken, dann bekommt ihr eine Box, in der keine Geräusche drin sind. Oder ihr drückt auf Importieren. Wenn ihr auf Importieren drückt, könnt ihr eine von unseren Boxen auswählen, die ihr als Grundlage nehmt. Denn ihr könnt dann einige Geräusche rauslöschen oder noch andere Geräusche aus anderen Boxen hinzufügen. Ich entscheide mich jetzt aber für eine leere Box. Dann drücke ich auf Erstellen. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, die Boxen zu befüllen. Die erste Möglichkeit ist, aus unserer Liste auszuwählen. Ich drücke auf Liste und finde alphabetisch sortiert eine Übersicht über alle Geräusche, die wir euch in der App zur Verfügung stellen. Der Vorteil ist, dass ihr hier alle Geräusche euch einmal anhören könnt. Ihr nehmt also ein Geräusch, das ihr hören möchtet. Könnt es euch anhören und dann entscheiden, ob ihr es der Box hinzufügen wollt oder nicht. Wenn ihr so wie ich gerade auf OK drückt, dann passiert nichts. Wenn ihr auf Hinzufügen drückt, dann ist der Bagger jetzt Teil eurer Box. Ihr könnt auch eigene Geräusche aufnehmen. Dazu klickt ihr auf Aufnehmen, gebt dem Geräusch einen Namen, zum Beispiel Klopfen. Dann startet ihr eine Aufnahme. Und dann könnt ihr noch ein Bild auswählen. Entweder ihr schießt ein Bild oder ihr wählt schon aus eurer Galerie aus ein Bild, auf dem ihr geklopft habt. Und dann drückt ihr auf Erstellen. So könnt ihr eigene Geräusche und Geräusche von uns kombinieren. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren.